Leute, nachdem ich das erste Mal bei den Drachen war und natürlich total wie immer verkackt habe, wurde ich auf einen Gamer hier aufmerksam gemacht, der sagte, da gibt es mehrere Drachenspiele. Na gut, haben wir gedacht, probier es mal und guck mir das mal an. Und, aha, voll, okay, muss man warten. Aber Leute, guckt euch das mal an. Das ist ja brutal da. Okay, ich bin aus dem Game, ist auch klar. Ich soll nicht verlassen, ist auch alles klar. Nicht, dass diejenigen, die das erste gesehen haben von mir, meinen, ich könnte nicht ein bisschen zumindest ähnlich. Und das nächste Game ist auch gleich am Start. Steht zumindest hier zu lesen. Also man sieht hier den Drachen, der in Lava, über der Lava hier rumfliegt. Ja, lieber Gott nochmal. Jetzt versuche ich da irgendwo so ein bisschen Überblick mir zu verschaffen, was sich hier tut. Es scheint ja so zu sein, dass noch nicht alle User kaputt sind, oder? Fürchterlich, ne? Alles voll Lava und dann so ein komisches Scheißvieh da oben rum, das alles im Nether kaputt scheißt. Schießt. Entschuldigung. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist ja gut jetzt. The next game, okay. Und der ballert sich da einen ab und sucht wahrscheinlich den letzten verbleibenden User. Den Armen, da könnte einem leid tun, den armen letzten. Klettermax. Da habe ich was gesehen. Einen Klettermax habe ich gesehen, Leute. Ja, wo ist der denn jetzt? Der ist ja verrückt, oder? Geh mal runter. Sicher wird. Mir kann ja jetzt gar nichts passieren. Ich kann ja todesmutig hier rumfliegen. Ich gehe wieder zurück. Also wie gesagt, irgendwo war da jemand versteckt. Ich weiß es doch nicht. Also irgendwo der Spielmodus wurde geändert, steht hier. Bin nicht länger unsichtbar. Okay. Kapier's nicht. Select Team, das heißt natürlich, such dir ein Team aus oder was auch immer. Ist auch klar. Aber dich mit dem goldenen Schaf, da soll, weiß ich wirklich nicht. Players Team. Na schön, wunderbar. Ich hau ihm auf den Arsch. Mal gucken, was das gibt. Und dann stehen wieder die Deppen von vorher. Also die stehen, glaube ich, jedes Mal da, oder? Also ich sag mal, die kriegen da wahrscheinlich mal dicke Beine oder was? Wenn die da den ganzen Tag, Leute, der Server ist, glaube ich, 24 Stunden on. Da stehen, hallo? Die werden da bekloppt irgendwann. Waiting. Dragon Escape. Skylands. Waiting for players. Ich bin ja ungeduldig, ihr kennt mich. Ich gehe mal zurück. Also Leute, das ist nichts für mich hier. 100.000 Jahre warten, bis da irgendwann ist. Okay, jetzt sind wir wieder hier angekommen. Da stehen noch ein paar Villagers rum, die ganze Zeit vorher gesungen hatten. Und nervten ohne Ende. Buff, jetzt bin ich wieder zurück. Also Leute, was macht ihr denn hier? Jetzt bin ich wieder in so ein Loch eingefallen. Ich habe da keinen Bock zu, in diesem Matsch rumzuklappen. Okay. Was mache ich? Dragon Escape. Drücken wir da drauf. Mal gucken, was das sich tut. 15. Gucken wir mal. Da will ich mal beobachten, wie die Mutigen hier im Endeffekt sich. Ah, hey, guck mal. Da ist also ein Drache unterwegs und die müssen Jump'n'Run mäßig sich hier in Sicherheit bringen. Und der Drache ballert hier alles mit seinem dicken Schwanz. Na, viel Spaß. Kaputt. Oder beißt irgendwo rein. Ja, guckt euch das mal an. Und die Jungs, na gut, wenn die nicht gerade in Lava springen müssen, das ist am Arsch. Müssen versuchen, da drüben sind welche. Wie kamen die denn darüber, Mensch? Die sind ja richtig gut im Jump'n'Run. Also ich wäre nicht immer einen Block weitergekommen. Das ist so typisch für mich. Ich versuche es nachher auch einmal, aber ich garantiere euch, nach einer Sekunde bin ich schon tot. Es werden manche sagen, die sich das anhören. Kein Wunder, der ist so ein Depp. Danke, danke, danke. Aber interessant zu sehen, wie hier der Drache, also ich sag mal, so ein Spiel, spielt man das ein-, zweimal oder dreimal, ich weiß es nicht. Also irgendwo wird es langweilig. Ich glaube, man hat ja keine Gewinnchance. Okay, man wird dann irgendwann Erster oder Zweiter oder Letzter, andersrum. Letzter ist der Winner. The winner is the last man. Last man standing. Und da steht er und hat sich jetzt umgebracht oder was? Keine Ahnung, was denn jetzt passiert? Ist er tot? Der ist tot, hä? Der ist kaputt.
der ist kaputt. Ich würde sagen, der ist kaputt. Aha. Jetzt sind wir alle mit. Ei, guck mal hier. Da sind alle die Jungs da, die vorher. Und der auch, der das überlebt hat, der gewonnen hat, sind jetzt alle wieder da. Rennen dahin. Ich renne auch mal dahin. Puh, mal gucken. Oder? Überlege ich mir. Weiß ich nicht. Ich warte mal. Na gut, okay, da gehe ich mal dahin. Boing, 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 boing. Alles klar. Okay. Hab's verstanden. Okay, ist alles okay. Alles okay, alles okay. So, in 40 Sekunden geht dieses Drama los. Ich gehe davon aus, wir warten jetzt 40 Sekunden, sehen mich 2 Sekunden vor dem Drachen weglaufen und dann hat sich das. Also das ist meistens, wenn ich so ein Jump'n'Run-Spiel spiele, ich gucke da überall hin, nur nicht dahin, wo ich hinlaufen muss. Starting in 22, 1, 19, 15, 14, oh, sorry, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start! Und ich bin Dreck am Arsch, oder wie? Wahrscheinlich sogar. Ich sehe nichts. Oh, das ist so scheiße, Leute. Ich sehe nichts. Das ist kacke. Oh, okay, ich sehe was. Boah, ist das dunkel hier. Du kriegst ja Schiss hier. Dunkel. Und? Guck mal, die stehen alle da. Die stehen da wie Schlachtopfer. So nach dem Motto, da kommt der Drache und macht uns alle platt. Da musst du rüberspringen nachher. Na, viel Spaß. Mal gucken, einen schaffe ich vielleicht drüber zu springen, aber dann war es das. Ist ja auch nicht schlimm, ich bin ja auch nicht derjenige, der meint, der müsste unbedingt das Ding hier gewinnen. Aber da kommt der Drache angejumpt, komm mal hier. Boah, gewaltig. Und alle stehen da. Keine Ahnung, wir haben alle Angst, glaube ich. Alle, sind aber alle bunt angezogen. Das habe ich gedacht, guck mal, da kommt der Drache. Und, jetzt geht's rüber und ich versuche rüberzukommen und paff. Was bei mir? Ja, klar. Ich hab's geschafft, schon wieder kaputt zu sein. Ich hab's geschafft, Leute. Ah, nein, 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 nein. Aber guck mal hier, was da, Leute. Kill it by Lava, kill it by Douglas the Dragon. Ah, der Dragon heißt Douglas. Also Douglas, du machst das richtig fein, muss ich sagen. Und die anderen, die auch alle am Arsch sind, die sind genauso doof wie ich. Im Endeffekt, also ob die ein oder zwei Sekunden später kaputt gehen, ist eigentlich wurscht. Leute, wenn ihr so Spiele spielt, mit Sicherheit irgendwann macht Spaß. Ich neige natürlich auch manchmal mehr dazu, etwas zu bauen. Wie gesagt, man sieht sich, euer Jan. Bis dann. Tschüss.